Wir beschäftigen uns damit, Systeme zu bauen, die sehr große Datenmengen effizient speichern und durchsuchen können. Das ist mein Forschungsgebiet, zu untersuchen, wie man solche Berechnungen effizient und schnell durchführen kann, dass man Antworten bekommt. Besonders Spaß macht mir eigentlich, dass ich das wirklich laufen lassen kann, was ich mache. Also wir bauen ein Datenbanksystem und das können wir eben einsetzen und sehen selbst, wie das System immer besser wird, immer schneller wird, immer bessere Analyseergebnisse liefern. Und das ist sehr motivierend. Hypeware ist ein Datenbanksystem, was aktuelle Hardware, vor allem große Hauptspeicher und viele Rechenkerne nutzt, um sehr schnell Anfragen zu bearbeiten. Sehr viel schneller, als das frühere Systeme gemacht haben. Und möglich wurde das durch die technische Entwicklung und dass wir sie entsprechend nutzen. Dass wir die Programme so schreiben, dass die wirklich skalieren auf 120 Kerne und solche Sachen, was andere Systeme einfach nicht konnten. In unserem Bereich konkret versuchen wir, neue Techniken zu finden, neue Ansätze zu finden, die irgendwelche Probleme besonders effizient lösen. Das ist eigentlich unsere häufigste Aufgabe. Der Reiz besteht auch darin, eben etwas auszuprobieren, das noch niemand gemacht hat. Also eine neue Idee zu haben, einen neuen Ansatz, um ein Problem zu lösen. Die Probleme selbst meistens nicht so neu, aber die Lösungen sind neu.